Guten Morgen, liebe Trader. Guten Morgen zum Morning Espresso. Donnerstag, 16. Februar. Die Märkte am Mittwoch und über Nacht. Die EU-Bankentitel haben gestern vor allen Dingen outperformed. Wir sahen also sehr gute Zahlen von Crédit Agricole, aber auch im Consumer-Sektor. Heineken hat gute Zahlen gebracht. Das führte dann zu stärkeren Aktien. Die Renditen der deutschen Staatsanleihen sahen Höchststände dieser Woche. Vor allen Dingen aber interessant, der Renditeaufschlag von Griechenland zu Deutschland, gemessen am 10-Jahres-Bucket, also der 10-jährigen Laufzeit, ist von 710 Basispunkten. Wir reden immer mit Basispunkten, also 710 Basispunkten sind 7,1%, hochgegangen auf 7,6%. Das ist eine Menge. Und wenn sich dieser Risikoaufschlag für erhöhtes Risiko, um in griechische Staatsanleihen zu investieren, weiter erhöht, dann ist die nächste psychologische Marke 8%. Und wir erinnern uns, aufgrund von der Rentenpapierformel bedeuten niedrigere Kurse höhere Renditen. Und niedrige Kurse kommen dadurch, dass eben mehr Angebot auf den Markt kommt, als Nachfrage ist. Pfund, da sahen wir ebenfalls Zahlen, Claimant Count kam besser als erwartet, aber Average Earnings kam schlechter als erwartet und das hatte sofort Pfundschwäche zur Folge, daraufhin aber eine Erholung. Dollar hatten wir CPI und Core Retail Sales, die beide besser gekommen sind und wir sahen dann Dollar Stärke und auch hier sehr interessant und wichtig, die 2-Jahres-Renditen, an denen sich eben auch die Währung orientiert, sind auf Year-to-Date heißt das, also auf Jahreshochs für dieses Jahr 2017 hochgeschnellt. 5-Jahre- und 10-Jahre-Renditen ebenfalls angestiegen. Der Markt preist mittlerweile eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed 3 Zinsschritte im Jahr 2017 durchführt. Aktien, ich hätte schon fast gesagt, wie immer neue Höchststände. Asien war über Nacht recht fest. Das liegt an Grund von den Steuerplänen, die Trump endlich mal detaillierter bekannt geben möchte, als auch gute US-Zahlen. Lasst uns doch einfach gemeinsam ganz kurz schauen. Hier ist der Dow Jones Industrial Average ETF, neue Höchststände. Als nächstes sehen wir uns den S&P 500 ETF an, neue Höchststände. Als nächstes sehen wir uns den Nasdaq an, neue Höchststände. Wir schauen uns den VIX an. Ah, interessant, der VIX ist leicht angezogen. Das ist hochinteressant. Endlich reagiert der Kamerad mal und ist ein ungewöhnliches Signal, weil normalerweise wir in einem Trend bullische Aktienkurse keine anziehenden Wicks sehen würden, sondern einen fallenden Wicks. Goldman hat konsolidiert, das ist ein sogenannter Doji, aber nicht signifikantes Volumen. Das heißt, wir machen hier nur in Anführungszeichen erstmal eine Pause im steigenden Kurs und JP Morgan aber gestern auch wieder neue Höchststände. Nikkei war schwächer über Nacht wegen dem Risk-Off-Sentiment. Wir sehen hier die Overnight-Session. Hier sehen wir also Japan, der Nikkei angezogen. Hier sehen wir australischer Dollar schwächer gekommen. Warum? Woran lag das mit dem australischen Dollar? Das lag, ihr könnt es euch denken, an Arbeitsmarktzahlen. Also Employment Change, ja, besser gekommen als erwartet. Mehr Menschen stehen in Lohn und Brot. Und ja, die Arbeitslosenrate ebenfalls besser gekommen als erwartet. Jetzt sagt ihr, Jay, wieso reagiert der Markt dann so? Der Markt reagiert deshalb so, weil wir gemischte Zahlen hatten. Wir hatten die sogenannte Partizipationsrate. Wie viele nehmen denn teil an dem Arbeitsmarkt? Die ist gefallen, leicht unter den Wert, der erwartet wurde. Und wenn wir in die Zahlen tiefer reinschauen, es geht um Full-Time Employment, also Vollzeitarbeitnehmer. Da ist die Zahl gefallen um 44.800 und das bedeutet, dass diese positive Zahl, die wir eben gesehen haben, hauptsächlich durch Teilzeitarbeitnehmer gekommen ist. Und das ist kein so gutes Zeichen für die Wirtschaft und deshalb haben wir den Abverkauf im australischen Dollar gesehen. Aber eben auch, wir sehen es hier schon, der DXY, der US-Dollar-Index, ist ein bisschen schlechter gekommen. Wir sehen ein bisschen Dollar-Schwäche. Ich zeige es uns hier ganz kurz. Wir sind also bei der 101,50 leicht drüber abgewiesen worden. 101,75, ich sagte ja, wir befinden uns auf dem Weg Richtung 102 unter Umständen, werden aber vorher abgewiesen. Und jetzt fallen wir hier runter.
psychologisch wichtig, als auch von dem Trade-Sentiment generell, dass die 100,00 hält. Und wenn wir eh schon hier sind, Öl weiterhin 53 Fair Value. Da tut sich nichts. Zahlen für heute Nachmittag Dollar U Building Permits, Philly Fed Index wird schlechter erwartet als letztes Mal. Dennoch für dieses Jahr ein ansteigender Trend. Unemployment Claims wird ebenfalls leicht schlechter erwartet, aber wir sehen insgesamt positiver Trend. Dann haben wir noch Housing Starts. Und in Neuseeland heute Nachmittag Retail Sales, die werden ein bisschen besser erwartet. Das macht dann auch nachher Sinn. Wir erwarten Präpositionierung für die Trade-Idee heute. Zurück zu unserer Folie. CNY immer wieder für den Hinterkopf. Die People's Bank of China hat im Renminbi-Markt ihre Liquiditätsmaßnahmen verdoppelt, aber Foreign Direct Investment kam schlechter für Januar. Das ist interessant, könnte eben auch in der Korrelation zur Schwäche im Aussie-Dollar geführt haben. Heute wichtig, wie gesagt, Jobless Claims, als auch Philly Fed, dann kommt die EZB Minutes und Herr Kerr von der EZB spricht ebenso. Ich zeige ja immer ganz gerne, was die Kollegen von den Banken publizieren. Jetzt habe ich die letzten 2 Tage Long-Ideen auf US-Dollar gezeigt. Jetzt zeige ich meine Ex-Kollegen von Nomura mal. Die sagen, jede Dollar-Rallye geben. Also geben heißt verkaufen, shorten. Ja? Und sie sagen, wir sind eben hier 3 Monate bevor der sogenannte Tightening Cycle, also dass die Federal Reserve die Zinsen erhöht, bevor das losgeht. 3 Monate vorher sehen wir die Entwicklung vom US-Dollar, beziehungsweise auch insgesamt von den Zentralbanken, wie die Zentralbanken, wenn sie in einen Tightening-Zyklus reingehen, also Geld, den Preis für Geld teurer machen, wie dann die jeweilige Währung reagiert. Und wir sehen, dass hier tatsächlich der US-Dollar massiv positiv nach oben geschnellt ist, bevor die Zinsen überhaupt erhöht wurden. Und die sagen halt, und das ist mal eine gegenteilige Meinung, lieber drauf hauen. So, Tradeplan für heute, Währungspaar Dollar, das stimmt nicht mehr, das ist Aussie Dollar, warte, ändere ich direkt. So, Aussie Neuseeland, Aussie erwartet Schwäche aufgrund der Zahlen und wir erinnern uns laut Cod Report, Gott und die Welt sind Long Aussie Dollar und Neuseeland ist eine Carry-Währung und wir erwarten heute Nachmittag oder heute früh, späteren Abend positive Zahlen, Präpositionierung. Schauen uns gleich zusammen den Chart an, Risiko, die Long-Positionierung im Aussie-Dollar. Kann also heißen, dass wenn Aussie schwächer reinkommt, die Asset Manager als auch Leveraged Money, die Hedgefonds, günstigere Aussies einsammeln. Wir hatten die letzten Tage ebenfalls im Kiwi Ausflüsse gesehen. Wir schauen es nochmal gemeinsam an. Das heißt, Kiwi kam ein bisschen runter, aber jetzt zieht er leicht an. Wir schauen mal, wie dieser Trade sich ergibt. Okay, heute musste ich es größer machen, weil der Chart insgesamt, wenn ihr das seht, das spielt sich alles hier oben ab. Das ist ein sogenanntes Rounding Top. Ja. Wir sehen, dass Value hier oben ist. Warte, ich zeige es euch genauer. Hier ist also Value. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir Value antesten, hier oben eine Preis-Action als auch Volumen-unterstütztes Signal bekommen. Vielleicht sogar ein bisschen tiefer und dann runter Area S2 unterhalb vom ADR. Moment, wo ist der ADR heute? ADR Low ist hier unten. Also, wir hätten sogar unter Umständen Luft, dass wir noch tiefer laufen, wenn der Kamerad letztendlich bricht. Schneller Blick auf den Dollar-Yen von gestern. Das war unser Flag-Trade. Der ist hier oben verreckt. Das war eine Extension. Die ist genau getroffen worden. Dann ist der Markt hier runter, wo ich gesagt habe, hier unten liegt Liquidität. Ich wollte es ja andersrum haben, dass der Markt erst fällt und dann steigt. Hat genau das Gegenteil gemacht. Dollar-Stärke direkt zu Beginn des Tages. Dann hier die Käufer, die Reaktion auch reingekommen. Aber, und das ist das Problem, die Verkäufer haben überwältigt und sind im Moment, wir nennen das Minus Development, in der stärkeren Situation. Das heißt, was ich mir jetzt eher vorstellen kann, ist ein Bounce und dann der Abverkauf, wenn diese Dollarschwäche weitergeht. Oder aber ein Edge Fake, Edge, Edge, Edge.
Reject Fate, also ein, wie nennt man das auf Deutsch, Head and Shoulders. Dafür ist die Liquidität hier abgegriffen worden. Das wäre dann so ein Trade. So und dann hier runter. Kurzer Blick auf einen der zwei Trades, die ich gestern genommen habe. Ich war also gestern long hier. Wir hatten hier aber ein sogenanntes Failure to Rotate. Wir sind also nicht in die Liquidität hier oben wie erwartet reingelaufen, sondern im Pfund gegen Aussie-Dollar dann wieder abverkauft. Das heißt aber, dadurch, dass ich meinen Stop-Loss nachgezogen hatte, bin ich hier ausgestoppt worden für plus minus null. Hier mein zweiter Trade von gestern, Long Euro gegen Aussie, Bottom Edge gekauft, klare Rotation, aber erhöhtes Volumen. Hier also dann bei plus 1,5% meinen Gewinn mitgenommen. Ich weiß, dass ich Dollar-Yen gesagt habe. Ich sage es für euch nochmal, das ist hier auch kein Trade Call Service, sondern ich zeige euch, wie professionelle Manager von Geldern Märkte analysieren. Es ist immer der gleiche Prozess. Fundamentaldaten gewinnen am Ende immer. Du musst wissen, welche Story der Markt gerade spielt. Dann das Verständnis, wie der Markt zu lesen ist im Chart, also in welchem Währungspaar du überhaupt unterwegs sein willst. Dadurch ist natürlich dieser Indikator Gold wert hier, Gold wert. Und ja, ich arbeite daran, dass ich den verkaufen werde. Ich habe super viel zu tun. Ich wusste nicht, dass es alles so viel zu tun ist. Ich wollte hier einfach nur ein paar Tradern helfen, aufzuhören, Geld zu verlieren. Ja? In dem Sinne sage ich auch nochmal, das Seminar für April ist schon zu 25% ausgebucht. Also wenn ihr möchtet, dann kommt im April dazu und lernt mit mir ein Jahr lang diesen Prozess, der sich nie ändert. Also meine Trades sind auch immer gleich. Du lernst einfach die Märkte zu verstehen und wenn du sie verstehst, dann den Orderflow zu lesen und dann mit einem fertig ausgebildeten Trading-Gehirn immer denselben Prozess abzuspulen. Immer gleich. Und das gibt dir dann die sehr guten Renditen. So, bisschen länger heute. Ich entschuldige mich und ihr habt es an meiner Stimme gehört. Ich bin mega müde. Muss ich also ein bisschen aufpassen bei meinem eigenen Trading heute. Müdigkeit ist kein guter Begleiter beim Trading. Danke euch und wir sprechen uns morgen. Bis dann, bye bye.